So, Malte, die Knüppelbrüder, Knochen wieder hier. Weiter geht's mit Minion Masters. Ich habe zwei Videos vorher aufgenommen gehabt, die wollte ich eigentlich nachkommentieren, weil ich irgendwas sagen wollte. Ich habe ja, ich glaube, 1,5 Jahre kein Minion Masters oder so gespielt, was mir tierisch auf den Sack ging. Und es ist nicht besser geworden, es ist wirklich nicht besser geworden. Also die Videos, die ich davor aufgenommen habe, die waren jetzt nicht sonderlich gut. Im Prinzip steige ich ja nur auf, die Ränge und so weiter und so fort. Das ist halt nicht sonderlich schwierig. Ich muss jetzt aber wirklich mal auch nebenbei hier meinen Senf abgeben. Dieses Spiel hat sich null verbessert, ist eigentlich immer schlimmer geworden. Ja, du hängst irgendwann fest. Mir ist aufgefallen, ey, dieses Matchmaking ist unter aller Sau. Das ist das dümmste Matchmaking eines Spiels, das ich je gespielt habe. Also ich spiele hier übrigens nebenbei nur himmlische Krieger, himmlische Einheiten, himmlische Minions. Das heißt, ich habe nichts aus einem anderen Deck mit drin. So, also alles nur himmlisch. Ja, die gehören halt zu der Rasse der himmlischen oder zu der Fraktion der himmlischen. So, das ist das Einzige, was ich hier gerade so raushaue. Mal gucken, wie das läuft. Und nebenbei, ich versuche aber nebenbei noch, während ich versuche, mich so häufig zu konzentrieren, versuche ich nicht so oft versuchen zu sagen. Und ja, wir gucken mal, wie es läuft. Jedenfalls wirklich unter aller Sau das Matchmaking. Ich meine, hier ging es jetzt gerade noch, aber letztens habe ich gehabt, ich meine, ich bin Platin 2 gerade und ich krieg Holz 5, Holzklasse 5, das heißt, der ist jemand, der gerade erst angefangen hat. Ich weiß nicht, welche Stufe der war. Der müsste eigentlich öfter sogar noch abgestürzt sein oder ist gerade erst reingekommen und spielt dann gegen mich oder mit mir zusammen gegen hier, weiß ich nicht, Diamant 5. Und also eine Scheiße. Ja, und das ist ja nicht das Einzige. Dazu kommt noch, dass öfter Verbindungsabbrüche sind. Die Server sind wirklich. Vielleicht haben sie nur noch einen Server und der kackt ständig ab, weil er irgendwo in so einem feuchten Keller steht. Ja. Man hat hier noch ja, Einfrierungen, das heißt, mitten im Spiel bleibt es hängen. Und ich bin nicht der Einzige, das heißt, es liegt auch nicht am Rechner. Ich habe auch die Temperatur überwacht. Die Temperatur ist normal, das liegt also an dem Spiel. Ja. Das heißt, man hat hier manchmal so 5-6 Sekunden, wo das Spiel einfriert, dann geht es weiter und plötzlich ist der Turm fast weg und all so Geschichten. Ja. Und das kommt häufiger vor. Oder, was andere auch haben. Letztens hat mir einer erzählt, Xbox-Spieler haben das häufig, dass die Verbindung unterbrochen wird. Ich sehe dann nämlich, dass plötzlich ja gar keine Sachen mehr rauskommen. Ich denke mir, wieso ist der Penner jetzt AFK? Ja, der ist aber nicht AFK, sondern ist einfach rausgeflogen, weil da steht dann noch wieder blablabla, heißt Rejoined. Ne? Also ist dann wieder reingekommen. So, und dann erst macht er plötzlich auch wieder mit. Das ist aber teilweise dann schon zu spät und dann wird es halt richtig mies. Und das kotzt einen so an. Und die Community ist halt wie die Community ist, ne? Wie halt in Online-Spielen. Ne? Manchmal ein bisschen, ich weiß gar nicht, was toxisch, viele sagen ja toxisch, ich finde dieses Wort toxisch total dumm. Ja. Eigentlich geht's, weil ich habe mich jetzt ein paar Tagen auch relativ lustig unterhalten. Ja? Und man macht auch wieder ein paar derbe Zoten, ja? Wie zu Zeiten vor der politischen Korrektheit. Ja? Und passt nicht jedem, aber mein Gott, so ist halt Leben. Ja? Menschen sind unterschiedlich und jeder findet witzig, was er witzig findet. Ja? Und wo der eine Grenzen hat, hat der andere eben halt keine. Ne? Bei einem sind die Grenzen ja ziemlich, ziemlich dünn. Ne? Oder ziemlich, ziemlich weit vorne. Ansonsten hat sich gar nicht viel großartig verändert. Es gibt keine richtigen neuen Inhalte. Ab und an gibt es noch eine neue Karte, glaube ich. Aber ansonsten, die Arenen sind immer die gleichen. Die Events, ja, habe ich auch schon vor 3 Jahren oder so gesehen, das sind dieselben Events wie auch damals und gut, grafisch wird sich nicht allzu viel verändern. Bei WoW verändert sich auch nicht allzu viel, obwohl doch nach 10 Jahren haben sie mal angefangen, da ein bisschen die Grafik aufzupeppen, aber ich glaube, man versteht, worauf ich eigentlich hinaus will. Und es ist ein bisschen schwierig hier nebenbei noch das irgendwie halbwegs zu spielen. Jedenfalls, ja, das ist so das, was mir am meisten stört. Ja, und dann vor allen Dingen, dass auch irgendwelche Typen, ey, wir haben Runden gehabt, aber das gab es auch früher, das ist total beknackt halt. Wozu soll man spielen, wenn man schon nach 30 Sekunden verliert? Da haben welche, die haben einfach das billigste Zeug en masse einfach rausgeballert. Und damit hauen die so einen Turm weg. Da denke ich mir, okay, so einfach geht das. Und das haben dann welche, ich habe gemerkt, das machen die regelmäßig dann. Ne? Schicken einfach 1000 Milliarden, ja, 1000 Milliarden ist ein Wort, habe ich gerade davon, Billigeinheiten raus, die einfach auch um 0, nichts die eigenen Einheiten weghauen. Ich weiß auch wieso. Denn die Karte wird so hoch sein oder komplett ausgespielt, aufgewertet sein, dass sie einfach natürlich weitaus stärker ist als das, was wir dann hier spielen. Deswegen ist das Matchmaking auch teilweise total dumm. Ich habe auch das Gefühl, ich habe mit Sicherheit auch schon welche gehabt, die Rang Master haben. Ja, das ist ja glaube ich der höchste Rang oder Grandmaster gibt es ja glaube ich. Und gegen die muss man dann spielen, was total beknackt ist. Ich weiß auch, dass welche mit ihren High-End-Karten sich dann erstmal, das habe ich glaube ich damals auch schon mal erwähnt gehabt, erstmal runterboxieren, das heißt, sie spielen mehr oder weniger AFK, machen einfach nichts, so dass man, dass sie immer wieder im Rang fallen, so dass sie dann einen letzten Endes die Anfängertypen einfach trollen können und so weiter und so fort und das ist einfach echt mies. Und Frustrationslevel ist super hoch. Ich war schon Diamant 5, aber ich komme nicht über Diamant 5 hinaus. Ich komme einfach nicht verfickt nochmal über Diamant 5 hinaus, weil ich ständig
plötzlich irgendwelche Goppel habe. Also ich habe auch, muss man dazu sagen, wirklich total beknackte Teamkollegen. Ich sage ja nicht, dass ich nicht auch Fehler mache oder teilweise keine guten Einheiten oder einfach ein schlechtes Deck habe, aber ich improvisiere und verbessere mich ja auch nebenbei immer. Ja, guck halt ständig, was ist möglich und so weiter und so fort. Tausche auch Karten aus. Jetzt mache ich das ja zum Jux hier, ne? Halt nur mit einer Art. Achso, dieser Typ gehört zu meinem Rekt. Das ist mein Master. Und das ist gleich gelaufen hier. Sehe ich gerade nebenbei, weil den Drachen kriegen wir nicht weg. Wenn der jetzt einfach auf den Turm röchelt hier, ja, dann hat sich gleich erledigt. Scheiße, das rückt mich so auf. Kacke, Mann. Und das ist nämlich auch, ich habe auch gehabt, wo ich so 12 Mal am Stück verloren habe. Ich hatte Leute gehabt, die haben nur die allerhöchsten Karten, die es überhaupt gibt in dem Spiel. Ja, der hat 10er und 9er. Dachte ich, bist du bescheuert, Junge? Wie lange soll das dauern? Und da spielt am Anfang eine 10er Karte. Da spielt er am Anfang eine 10er Karte. Ich dachte, ich klapp geistig ab, weil das Problem ist, und jetzt ist man übrigens, sieht man auch schön, wieder mal rangefallen. Herrlich, herrlich. So muss das. Spielt eine 10er Karte, ich weiß nicht, wie der Vieh heißt, das ist so, hat so Tentakel um sich herum und so. Ne? Ist eine 10er Karte, die haut er raus, aber die hatten so viele Einheiten, ihre Billigeinheiten auf dem Feld gehabt, dass diese Billigeinheiten tatsächlich innerhalb von ein paar Sekunden seine ultra teure Karte, auf die er, weiß ich nicht, 5 Minuten gewartet hat, damit er genug Mana hat. Ja, 5 Minuten ist jetzt übertrieben, aber wirklich ewig. Für die Spielzeit ist das ewig, weil die Runden dauern teilweise nur 5 Minuten. Ja. Darauf gewartet hat, wurde ihm sofort innerhalb von ein paar Sekunden weggefetzt. Und ich dachte mir, du Scheißfotze. Ja, genauso habe ich das gedacht. Du Scheißfotze, wie blöd bist du eigentlich? Ja, jetzt haben wir, der halbe Turm ist schon weg. Und jetzt hast du eine Karte gespielt, die innerhalb von Sekunden zerfetzt wurde. Und er wartet auf die nächste, dann wartet er auf eine 9er Karte. Ich habe ja gesehen, weil er schon, wenn man die jeweilige Taste drückt, auf der die Karte liegt, kann man schon so vorplatzieren. Ja, man sieht die Silhouette und dann sieht man ja, wie er halt versucht, da irgendwie zu positionieren. Dann denke ich mir, jetzt will der wieder 4 Minuten warten, bis die nächste Karte fertig ist oder was. Und während der Gegner schon auf dem dritten Rang ist, haben wir irgendwie anderthalb, Rang anderthalb. Das heißt, der war dann natürlich auch in einer Mana-Raserei, also Mana Frenzy, und dann haben ja, kannst du alle paar Sekunden, alle 1-2 Sekunden auch ultra hohe Karten rausspielen, haben wir natürlich auch wieder verloren. Und gut, dass es hier keinen Chat gibt, weil den hätte ich so beleidigt, dass ich wahrscheinlich gesperrt worden wäre. Weil irgendwann ist ja auch mal Schluss. Oder du hast halt welche, die spielen auch nur Billigkarten, aber das sind auch unheimlich schlechte Billigkarten. Und also Frustrationslevel ist super hoch. Und ich bin ja schon mal von Platin wieder runter auf Gold gefallen. Ja, da war ich Platin 1 und falle wieder runter auf Gold 5. Und dachte ich mir, wieso spiele ich hier eigentlich noch? Ich muss ja wirklich behindert sein. Ja. Komm ich jetzt schon auf die Kommentare, falls es überhaupt welche gibt. Ja, ist wirklich heftig hier. So, mal gucken. Okay, also wie gesagt, das ist halt zusammengefasst. ja, auf jeden Fall Serverprobleme, super nervig. Letztens, da habe ich mit einem nebenbei geschrieben gehabt, immer im Chat, weil ich ja ständig von Spiel unterbrochen wurde oder abgetrennt wurde. Ja, also der Server ist irgendwie wieder abgekackt. Ja, stand Server fehlgeschlagen und so weiter und so fort. Ich bin auch schon rausgeflogen, dass ich da komplett wieder neu starten musste. Und ich bin nicht der Einzige, der das hat. Das haben tausende andere auch. Und ich denke mir, Alter, ihr könnt nicht einfach nur Kohle kassieren, ja, und nicht eure Server warten. Ich weiß auch, wie gesagt, auch nicht, wie viele Server das hier sind, aber das ist halt ultra, ultra beschissen und unter aller Sau. Ja. Was ich auch schon hatte, in dem Moment, wo der Spielbeitritt ist, wird meine Verbindung unterbrochen. Das heißt, ich komme zum Hauptmenü zurück und dann findet er sofort das Spiel wieder zurück, bringt mich wieder ins Spiel, aber in der Zeit, da vergehen dann 30, fast 40 Sekunden, ja, bis man wieder im Spiel ist und dann kommst du zurück und der Turm ist auch schon wieder halb weg. Ja. Und der Gegner hat Berge von Minions auf unserer Seite und ich muss halt gucken, was hau ich jetzt raus. Egal, was ich raushaue, eigentlich werden die dann so schnell weggemacht, dass es sich fast schon wieder gar nicht lohnt. Und ja, dann noch, dazu kommen noch diese Einfrierungen, ja, wo dann teilweise wirklich sekundenlang, bis zu 10 Sekunden einfach nicht spielbar ist und das ist einfach tödlich, wenn du mitten im Spiel bist, das heißt, die jeweiligen Mana-Ränge auch schon so hoch sind, dass sie halt schneller ihre Mana zusammenkriegen, ja, und halt auch dementsprechend schnell ihre Einheiten rausfatzen. Ja. Also, ist halt schwierig, ne, und dann hast du natürlich dieses Matchmaking, das ist so geisteskrank, noch nie so ein geisteskrankes Matchmaking, ja. Kann doch nicht sein, dass jemand, der wie 5 Ränge hinter einem ist, also ich meine, was wollte ich sagen, nicht nur 5 Ränge jetzt im selben Bereich, sondern tatsächlich, wenn man Platin ist, dass man irgendwie mit jemandem außer Holz oder Steinkasse spielt, also eine Scheiße, das geht überhaupt nicht. Und dass man zum Beispiel jemand in der Goldklasse gegen Master, ja, antritt, das ist auch nicht normal. Aber gut, so ist das Spiel und
Das ist auch der Grund, warum ich damals aufgehört hatte, weil ich das einfach nicht mehr aushalten konnte. Das ist ja frustrierender als War Thunder gewesen hier oder World of Warships. Obwohl World of Warships ja noch ging. Ah, vielleicht gucke ich da demnächst mal wieder rein. Aber auch nichts Gutes gelesen in letzter Zeit über World of Warships. Deswegen habe ich es bisher noch nicht wieder angefasst, weil ich dachte, okay, reicht schon, wenn ich ein, zwei frustrierende Spiele spiele. So, im Moment läuft der Halbfix hier. Also ich habe mal probeweise Scrat, meine Scrat-Karten gespielt. Das Problem ist ja, dass ich nicht alle Karten habe. Es gibt natürlich noch ganz andere Einheiten hier. Und ich habe ja auch diesen Zehner da, dieses Feeder, der auf R liegt. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der gehört nicht zu den Himmlisch, aber ich hatte keine Himmlischkarte, die hoch genug war jetzt, um das irgendwie auszufüllen. Ich wollte es halt relativ gemischt haben. Also der gehört zu dem Voidborn hier. Aber ihr seht ja auch, wie schnell der eigentlich weggemacht werden kann. So, also die Typen, die da ein bisschen betäuben. Ja, es kommt ein bisschen Schild, aber der ist ja schon über die Hälfte weg. Also hat er schon über die Hälfte ein Leben verloren. Das ist halt auch totale Scheiße. Die Karte ist eigentlich nicht sonderlich gut, wenn sich die eigenen Einheiten direkt vor dem Turm sind und den Turm schon angreifen, sodass man dann seinen hinschicken kann, ohne dass er angegriffen wird. Er ist halt schnell konterbar, sagen wir mal so. Oder schnell zu kontern, gut zu kontern sogar. Obwohl er viel Schaden macht, aber seine Lebens, also er hält nicht sonderlich viel aus, sagen wir mal so. Ist halt wie ein Stoffi im WoW, ne? Also Magier oder Hexmeister machen gut Schaden, aber können selber nicht allzu viel aushalten. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir hier vorankommen. Ich habe letztens haben wir ein Spiel verloren, da hat der Gegner noch 60 HP gehabt. Und wir hatten noch über 1000 und plötzlich geht gar nichts mehr. Ich glaube, mein Kollege war wahrscheinlich wieder unterbrochen oder so und ist nicht mehr dazugekommen. Keine Ahnung, was passiert war. So, hier sind wir auch wieder diese Berge von diesen, ja, fick. Guck dir die Scheiße an. Und das war's. Ups, schon wieder verloren. Einfach, weil sie Berge von Billigzeug rausballern. Ich meine, das macht auch Schaden, klar. Die Masse macht's, ne? Oh Gott, Alter. Und wieder am Rang fallen. Hey. Ja, am Rang wird's jetzt noch nicht sein, aber... Oh Gott, ey. Und da wird's natürlich super frustrierend. Wirklich super frustrierend. Ich weiß, dass ich damals war, ich glaube ich, ich weiß, hab's nicht mehr im Kopf, aber ich glaube Diamant 4 oder so und bin einfach nicht darüber hinausgekommen. Bin einfach nicht darüber hinausgekommen und das war so pissnervig. So, mach ich noch einen? Ich glaube, einen mach ich noch. Ich muss am wenigsten einmal gewinnen, sonst funktioniert der ganze Scheiß ja nicht. Ich weiß nicht, warum das Spiel so frustrierend ist. Ich verstehe einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum sie... Warum der Spielentwickler hier sich nicht darum kümmert, mal die Serverstabilität zu verbessern. Und ich kann mich erinnern, früher gab es dieselbe Scheiße auch schon. Also alle Fehler, die hier jetzt noch vorhanden sind, die gab es vor 3 Jahren auch schon. Aber Hauptsache der Shop funktioniert. Da denke ich mir auch manchmal, ey, diesen Entwickler müsste man zusammenschlagen. Am liebsten würde ich wirklich persönlich hingehen. Egal, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich will mich jetzt ein bisschen konzentrieren. So, ist schon wieder weg. Oh, diese Einheiten hat sie auch. Vor allem, du hast hier teilweise einige Zaubersprüche oder Karten sind so OP. Ja. Ist ja Wahnsinn. Und ich sehe Leute im hier 285er Rang oder Level 285 oder schon im 300er Bereich, die beschweren sich auch noch über die Scheiße. Da frage ich mich, wie habt ihr es bis dahin geschafft, ohne Geld auszugeben? Wahrscheinlich nicht ohne, dass ihr Geld ausgegeben habt. So, komm, hau raus hier, ich muss das irgendwie abfangen. Also die jetzt auf R sind, das sind, das bin eigentlich ich mit meinen Schattenklonen. Wenn gleich alle weg sind. Jetzt bin ich hier wieder, jetzt seht ihr, ich bin wieder auf meinem Turm erschienen. Das heißt, ich verschwinde kurz. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Ich drücke halt die R-Taste und denke mir, oh, gerade das Krieger oder Krieger für eine Höhe. Aber das bin ich selber. Das ist wie mit dem, den ich jetzt nicht habe, der dieser aussieht wie so ein MacWarrior, wie so ein Roboter. Mit seiner Riesenwumme. Der verschwindet auch kurz vom Turm. Das heißt, der wird, wenn der Turm angegriffen wird, solange er noch auf dem Feld unten ist, wird er oben auf dem Turm natürlich nicht verteidigen. Ich guck, was, wo ich halt versuche immer drauf zu gucken, ist, dass wir so lange wie möglich immer die Brücken haben und der Gegner nicht. Ja, damit wir wirklich die Ränge, also die Mana-Ränge schneller aufsteigen als der Gegner. Und ja, wird schon wieder nicht funktionieren hier. Gut, der Vorteil ist, dass alle fliegenden Einheiten die Brücken nicht einnehmen. Gott, hier ist schon wieder eins weiter. Das ist ein Dreck. Also manchmal kotzt mich das so hart an. Aber ich will ja nicht nur meckern. Ich meine, es gibt auch gute Runden, aber das Problem ist,
Weil 4, 5, 6 hintereinander verliert. Auch wegen der Unfähigkeit der eigenen Leute. Ja. Oder vielleicht auch wegen der eigenen Unfähigkeit, oder weil man einfach so OP super Gegner hat. Und dann mal gewinnt, da freut man sich gar nicht über den Gewinn. Ja, also, das ist halt einfach manchmal. It is wie it is. So, wieder raus. Raus. Oh, dreimal kann ich dich mal, okay. Der Vorteil ist, dass die Klone auf beiden Seiten starten. Und nichts extra kosten, außer halt einen Mana-Punkt. Also ich will auf jeden Fall vermeiden, dass sie hier zur Mana-Raserei kommen. Aber es wird schwierig. Ich meine, okay, jetzt gerade... okay, schon wieder eine Brücke verloren. Ah, verpiss, okay, gut. Wir haben den Drachen. Er hat seinen Drachen rausgeholt. Ich weiß nicht, was der kostet. Er hat selber die Karte gar nicht. Aber wird ja... Ich weiß... Wird wahrscheinlich 10 kosten, ne? Ich glaube, unter 10 gibt es ja gar keine Karten. Und über 10 habe ich noch keine gesehen. Okay, die haben den Dreier gleich voll. Wir aber auch. Wir müssen jetzt einfach länger die Brücken halten. Damit wir vor den dritten Rang voll haben. Da will ich Gas geben, ey. Blöd ist jetzt, die Klone machen zwar denselben Schaden wie ich, halten aber nur einen Schuss aus. Also die halten egal, immer nur einen Treffer aus und dann verschwinden sie wieder. Okay, jetzt muss ich mal wirklich Gas geben hier. Die haben Rang 3 voll, wir haben Rang 3 gleich voll. Jetzt. Gott, der ist so fucking frustriert. Ja, hat sich doch wieder erledigt, ne? Und das hat Gang und Gäbe. Ja, fick weg den Scheißturm. Weg den Dreck. Super, endlich. Dreimal hintereinander verloren. Ich liebe es. Das sind auch so Momente. Ich meine, es ist ein Spiel. Man müsste sich zusammenreißen. Aber man kann seine Emotionen nicht immer unterdrücken. Ist normal. Ist einfach menschliche Regung. Und ich denke mir so oft, boah. Gut, dass das nicht wie früher in so einem Internetcafé ist. Ich würde hier, glaube ich, einmal den Monitor über die Fresse ziehen. Oder mir selber, oder keine Ahnung. Gut, ich muss jetzt mal eine Pause machen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.